Es ist Montag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz leicht gesunken. Rechtspfleger, neuer Anwärter am OLG. Und Tag der Einheit, Festveranstaltungen im Dom zu Brandenburg. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die neue Woche mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit Stand vom 4. Oktober bei 55,5. Im Vergleich zum Vortag gab es keine Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 40 Infektionen. Der Präsident des Brandenburger Oberlandesgerichts, Klaus-Christopher Clavé, hat am vergangenen Freitag 24 Rechtspflegeanwärter begrüßen dürfen. Er übergab ihnen die Urkunden über ihre Ernennung zu Beamten auf Widerruf. Dann erfolgte die Vereidigung. Mehr als 300 Bewerber gab es für diese Stellen. Die Ausbildung zum Rechtspfleger dauert nun 3 Jahre und umfasst ein duales Studium von 24 Monaten mit berufspraktischen Studienzeiten. Das fachtheoretische Studium absolvieren die Anwärter an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Es umfasst sämtliche Aufgabenbereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit in den Bereichen des Zivil-, Familien- und Strafprozessrechts, erläutert die OLG-Sprecherin Judith Janik. Die berufspraktische Ausbildung absolvieren die Anwärter in verschiedenen Abteilungen der Amts- und Landgerichte des Landes Brandenburg sowie bei den Staatsanwaltschaften des Landes. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Im Brandenburger Dom wurde am Sonntag wieder ein Festakt zum Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Bereits zum 31. Mal konnte dieser Tag nun gefeiert werden. Die Rotary-Präsidentin der Havelstadt, Dr. Tamara Große-Beumann, war froh, so zahlreich ihre Gäste begrüßen zu können. Der Tag der Deutschen Einheit hat auch für die Rotary-Clubs Deutschlands Auswirkungen gehabt. Während der Zeit des Nationalsozialismus mussten sich die Vereine auflösen. Erst nach der Wiedervereinigung konnten sie sich neu bilden. Wie geht es dann mit Rotary in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Ab 1948 begann man im Westen damit, die Rotary-Clubs wiederzubeleben oder neue Clubs zu gründen. Im Osten, also hier in unseren Bereichen, ergab sich diese Chance, Rotary-Clubs zu gründen, erst nach der Wiedervereinigung. Diese Chance wurde von vielen Menschen schnell genutzt, was man daran sieht, dass beispielsweise unser Club schon Ende 1992 gegründet wurde. Auch wir kommen aus dem Osten und dem Westen, wir kommen aus unterschiedlichen Berufen und wir treffen uns einmal in der Woche zum Vortrag und zum Austausch. Unser Ziel ist aber nicht nur die Förderung des Miteinanders unserer Mitglieder, sondern vorrangig etwas für die Menschen in unserer Stadt, also letztlich für sie zu tun. Auf der Festveranstaltung sprach auch Oberbürgermeister Steffen Scheller. Er ist froh, dass Deutschland durch die Wiedervereinigung wieder zusammengewachsen ist und die Vielfalt von Deutschland bis heute immer weiter wächst. Unsere Einheit ist eine Einheit in Freiheit und Vielfalt. Unsere Einheit ist eine Einheit, die Deutschland immer auch europäisch definieren muss. Wir haben uns entschieden für ein europäisches Deutschland. Und genau das ist der Weg, den wir weitergehen wollen und müssen. Jene, die antworten ausschließlich mit dem Hinweis auf die vermeintlich bessere Vergangenheit geben wollen, machen mir dabei Sorgen. Wer beispielsweise vor dem Bundestag oder bei die Corona-Demonstration die Reichstagsflagge schwenkt, steht nicht für Deutschland, steht nicht für unsere Republik und erst gar nicht für unsere Demokratie.
wir sind stolz auf unsere Tradition von Freiheit und Demokratie, stolz auf die historischen Wurzeln, ohne dabei den Blick auf den Abgrund der Shoah zu verdrängen. Und die Farben dieser demokratischen Geschichte sind die Farben Schwarz und Gold, die Farben von Einigkeit und Recht und Freiheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben heute im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all jenen danken, die daran mitgewirkt haben und die dies heute noch täglich tun. Der Abschluss der Festveranstaltung war die deutsche Nationalhymne, gespielt von den Brandenburger Symphonikern unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Marcel Fladerer-Armbrecht. Und damit sind wir beim Wetter angelangt. Der Herbst rückt immer näher und das merkt man dem Wetter auch an. Hier ist der SKB3-Tagestrend. Am Dienstag erwartet uns ein grauer Himmel. Es kann immer wieder zu Regenschauern kommen und die Temperaturen steigen nicht über 15 Grad hinaus. Am Mittwoch ist der Himmel dann wieder leicht bewölkt. Dazu kommen Temperaturen von maximal 17 Grad. Auch am Donnerstag steigen die Temperaturen nicht über 17 Grad. Am Himmel wechseln sich Sonne und Wolken ab. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Montag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.